Dieser Film erzählt uns von einem Märchen mit zwei Prinzen und ihrem gemeinsamen Traum. Nur, es ist ein modernes Märchen und unsere Prinzen sind nicht mit Pferden unterwegs, sondern am liebsten mit Segelbooten. Der eine Prinz, der Helmut, kreuzt mit seinem gelben Boot und der andere, der Hans Werner, mit seinem weißen Segelboot durch die Wellen des Starnberger Sees. Und wenn die beiden zusammensitzen, wird immer viel gelacht und stundenlang geklönt. Dabei kann man beobachten, dass beide immer öfter und immer intensiver von einem hölzernen Beiboot träumen. Da wird schon mal der Bleistift an Deck geholt, um die Träumereien aufs Papier zu bringen. Nein, zu kaufen gibt es so etwas nicht wirklich und wenn, dann viel zu teuer. Und so träumen beide weiter, Wochen und Monate lang von ihrem Traum um das hölzerne Beiboot. Wir schreiben das Jahr Anno 1994 und zu Ende dieser Segelsaison fahren unsere zwei zu der Interboot, eine Bootsmesse in Friedrichshafen, um sich wieder einmal umzuschauen nach so einem Beiboot. Begleiten wir die beiden doch auf dem Weg zu ihrer Traumfamilie. Helmut schmunzelt und schüttelt den Kopf über die verrückten Konstruktionen, was es nicht alles gibt. Und alles aus Plastik, Plastik, Plastik. Nein, das ist alles nicht das, was sie wollen und von dem sie träumen. Einmal drin. Und wer einmal drin war, der geht nie wieder rein. Das ist die Statistik. Darum haben wir die Gesetze geholt. Gesund ist das. Nicht auch von wegen nicht arbeiten, und lesen, ich habe keine Lust. Und uns auch im Freigelände wird es mit den Plastikbooten nicht besser. Unsere zwei wollten schon aufgeben, als sie an einem Stand kamen, der sich dem Holzbau verschrieben hatte. Sie standen vor Schwertern, Rudern, Riemen und Pinnen und alles aus Holz. Und es wird immer besser. Da sind die Beiboote auch aus Holz und Pläne von Booten hängen an der Standrückwand. Die Sache wird immer besser, die Beiboote immer schöner und doch, das Richtige ist nicht dabei. Sie wollten schon enttäuscht nach Hause fahren, als sie auf einem kleinen Messestand vorbeigingen und nicht wussten, ist das echt oder träumen sie bereits wieder mit offenen Augen? Da liegt es. Da liegt unser Traum vor uns, sogar mit Mast zum Segeln. Die Schale aus Mahagoni in harmonischen Linien, hochglanzlackiert mit Schwerkasten. Eine richtig kleine Ruderanlage und dieser tolle Rundumfinder. Der macht das Schiffchen so richtig knuffig. Es ist an alles gedacht. Je nach Sitzposition gibt es sogar zwei Aufnahmemöglichkeiten für das Riemenpaar. Unsere zwei machen sich mit Thayer, dem Bootsbauer, schnell bekannt und waren sich auch sofort einig. Die Pläne in England bestellen und das Holz kaufen wir bei ihm. Und schon nach einer Woche legen wir los. Der Start mit dem Bau der beiden Beiboote ist in der Nähe von Penzberg in Helmuts Schreinerwerkstatt und beginnt mit dem Bau der Heling. Während Hans Werner mit der Stichsäge die Helingspanten aussägt, sägt Helmut an der großen Kreissäge das Helingsgerüst zu. Ich komme nur vorbei.
die langen Wege mit den noch längeren Fahrzeiten von München nach Beuerberg in die Werkstatt und abends wieder nach Hause zwingen uns zum Umdenken. Wir müssen nach München umziehen. Also packen wir einen Teil der Werkstatt und die neue Heling ins Auto. Welch ein Aufwand! In München-Trudering angekommen, richten wir uns sofort in Helmuts Garage zweckmäßig und doch so gemütlich wie möglich ein. Ein paar Monate werden wir sicherlich in diesem Raum gemeinsam an unserem Traum arbeiten. Das Grundgerüst der Heling sitzt wartet im Hof. Und sofort beginnen wir wieder mit dem Weiterbau der Heling. Für die Schraubzwingen sind jede Menge Löcher zu bohren. Das gibt wenigstens gutes Brennholz. Immer wieder der lange, kontrollierende und suchende Blick auf den Bauplan. Die Fußleisten noch montieren und dann endlich stellen wir sie auf, all die Spanten der Heling. Dazu wird alles exakt vermessen und die Spanten ins Lot gebracht. Wir sind neugierig, denn nach dem Aufstellen der Heling, wenn alle Spanten stehen, können wir die Linien des Beibodes nicht nur auf dem Bauplan bewundern, sondern das erste Mal so richtig in natura erkennen. Alle Arbeiten bisher dienten nur der Vorbereitung zum Bau der Beibote. Jetzt wird das erste Holz vom Boot, der aus Eschen und Mahagoni Holz formverleimte Innenbug an die Heling und nach dem Plan zurechtgehobelt. Nach dem Befestigen von Bug und des Spiegels wird der Innenkiel angepasst.
Ihr wird mit Dampf gebogen, eine schwierige Arbeit. Jede Hand wird gebraucht. Dann endlich kommen wir ans Beplanken. Eine ganz besondere, eine schöne Arbeit. Denn mit jedem Brett wächst das Boot in seine Form. Der Plan ist, jeden Tag einen Plankengang anzubringen, also jeweils gleichzeitig eine Planke an Steuerbord und eine am Backbord. Es sind 8 Plankengänge und das heißt, nach 8 Tagen könnte die Schale im Groben fertig sein. Das gibt zusätzliche Motivation und beide arbeiten Tag und Nacht, Samstag und Sonntag. Lehnen wir uns nun zurück und schauen zu, wie das Boot wächst. Planke für Planke. Zwischendurch, wenn der neue Plankengang angeleimt ist und der Klebstoff Zeit braucht, um abzubinden, wird die Zeit genutzt, um die Bretter für Schwerter und Ruder vorzubereiten. Dazu werden Mahagoni- und Eschenholzleisten abwechselnd mit Harz bestrichen und verleimt. Kräftige Holzriegel halten die Leisten in Form und starke Zwingen pressen alles zusammen. Mit dieser Methode erhält man sehr steife Bretter und schön aussehen tut es auch noch. Und sofort geht es wieder weiter mit dem Beplanken. Für den Laien überhaupt nicht vorstellbar und selbst für den Fachmann nur schwer zu glauben, welche Schleifarbeiten beim Bau eines Bootes anfallen. Durch die schwierige Form ist vieles nur mit der Hand möglich und eigenartig. Häufig, wenn es an die Verteilung der Arbeiten geht, bin ich es, der schleift.
Welch ein Augenblick. Der letzte Plankengang ist abgeschlossen und die Zwingen können entfernt werden und der nackte Rumpf liegt vor uns. Wir sind begeistert und stolz auf unser bisheriges Werk. Doch Zeit zur Pause haben wir nicht. Die Garage oder besser die Werkstatt muss wieder mal aufgeräumt werden. So viel Zeit muss sein nun. Doch dann geht es sofort wieder weiter mit den Vorbereitungsarbeiten zum Ansetzen des Außenbuges. Für den Kiel wird eine Schablone gefertigt, um die exakten Maße auf das massive Eschenholz zu übertragen. Mit Holzleisten wird der Spalt zwischen den untersten beiden Planken zugemacht und mit Harz satt verleimt. Damit werden Hohlräume vermieden, in denen das Holz verrotten könnte. Unsere zwei Prinzen wollen mit den Beibooten nicht nur rudern, sondern auch segeln. Und ein Segelboot braucht dazu wiederum ein Schwert. Helmut ist gerade daran, die Öffnung für den Schwertkasten aus dem Rumpf herauszuarbeiten. Und wo ein Schwert ist, da ist auch eine Ruderanlage und wo eine Ruderanlage ist, ist auch eine Pinne. Während Helmut die Pinne handfreundlich zuhobelt, schleift Hans Werner die lackierten Bretter für den Schwertkasten. Schleifen, schleifen. Das ist wohl das Schicksal vom Hans Werner. Er bringt die Pinne in seine Endform. Der große Moment kommt immer näher. Das Abheben der Schale von der Heling. Der angeleimte Kiel wird nach Plan auf sein Endmaß zugehobelt. Dann wird noch, leider im Bild jetzt nicht zu sehen, als letztes die Außensüllleiste angeleimt und mit 41 Zwingen fixiert. Gespannt sind die zwei schon. Geht die Schale leicht von der Heling oder sind beide, Heling mit Schale, irgendwo miteinander verklebt? Doch, es geht alles gut.
Trotz der vielen Zwingen sind die zwei überrascht, wie leicht die Schale geworden ist. Keine Zeit zum Verschnaufen. Gerade, dass das Boot im Freien abgestellt ist, wird schon wieder daran weitergearbeitet, während in der Garage die Vorbereitungen laufen für den Bau der zweiten Schale. Und es geht wieder los mit dem Kiel. Das Ganze entwickelt sich zu einer Großbaustelle. In der Garage wird an der neuen Schale gearbeitet, im Freigelände gehen hilfreiche Hände zu Werke, während an der ersten Schale auch weitergearbeitet wird. Der Ausbau gestaltet sich sehr, sehr umfangreich. Einsetzen des Schwertkastens, der hinteren, mittleren und vorderen Sitzbretter, die vielen Bodenbretter, Ruderanlage, Schwert, Schlingerleisten und. Lehnen wir uns wieder mal zurück und sehen den beiden zu, wie die Schalen immer mehr zum Schiffchen werden.
Präzisionsschiffsbau Fischer & Co. Bei uns heute das Schiff mit Tesa. Und wenn Ihnen die Farbe mal nicht mehr gefällt, können Sie einfach abziehen. Super, hä? Kaum zu glauben, die Schalen sind im Ausbau fertig.
gleichzeitig alle zwei. Nun bringt Helmut die Grundierung auf, ein Pornfüller als Grundlage der späteren Lackierung. Toll, durch die Farbe kommt das Feuer des Holzes so richtig hervor. Schleifen, 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 schleifen. Eine mühsame, monotone, staubige und kraftraubende Arbeit. Und doch ist es der Feinschliff, die Abschlussarbeit an dem Brief. Der nächste Schritt ist schon der Anstrich. Lackieren können Sie nicht in der Garage, alles zu klein. Das tun die zwei in der neuen Übergangswerkstatt von Helmut in Neukirch-Stockach bei Otto Grund. Also folgt der dritte Umzug. Müssen wir umdrehen? Ja, so. Ja, wie ausgerechnet, oder? In der neuen Werkstatt geht es auch gleich ans Abkleben und an das Lackieren. Dann folgt der Zwischenschliff und das erneute Lackieren. Und dann wieder alles von vorne. Mindestens drei Schichten, manche Teile auch vier. Der Rumpf und alle Ausrüstungsteile. Doch schaut's euch selbst an. Thank you.
Die ersten Teile, bei denen der Lack durchgetrocknet ist, kann mit dem Zusammenbau und der Montage der Beschläge begonnen werden. Jetzt nur kein falsches Loch bohren oder gar mit dem Schraubenzieher abrutschen und einen Kratzer verursachen. So rum oder andersrum? Jedes Schiff hat einen Namen, so auch diese zwei. Ein Profi, Herr Wozzeck, ist gefordert, um die beiden Namen Arielle und Moses in die vorbereiteten Schilder nach Computervorlage zu schnitzen. Eine echte Handarbeit. Und welche Ruhe. Wenn es oben drüber geht, kann man dann immer noch mit Schleifpapier drüber gehen.
Hier mit die Handschüttel. Langes Fädchen, faules Mädchen. Kurze Fädchen. Ein alter, abgelegter und nie richtig fertig gewordener Katamaran wurde zersägt und aus den Teilen zwei Slipwägelchen zusammengebaut. Jetzt noch die Beschläge, Marke Eigenbau montieren und die Beiboote sind mobil. Also unten machen wir es ja frei fliegend, oder wie man da gesagt hat. Ja. Es folgt der letzte Abschnitt im Bau der Beiboote, das Segel. Und wieder ist der Plan das Wichtigste. Mit einem Lateinersegel hat keiner der zwei Erfahrung und alles muss halt vorher ausprobiert werden. Passt das oder nicht? Thank you.
So wie mit der neuen Persenning das Schiff abgedeckt vor den beiden steht, so wird ihnen plötzlich bewusst, dass die Arbeiten abgeschlossen und die Boote fix und fertig sind. Es kann sich sicherlich jeder gut vorstellen. Der Schnee war noch nicht gänzlich weg, als die zwei an einem wunderschönen, leider windlosen Tag Anfang März beide Boote in den Anhänger vom Helmut packten und nach Stammberg fuhren. Die Schiffchen mussten ins Wasser. Das kann man ja nicht aushalten. Hatten die Pest an Bord, in den Kesseln faulte das Wasser, und täglich hing einer über Bord. Ahoi, Kanadaden. Also so ist fast nur besser zum Rudern für mich persönlich, als wenn ich in der Mitte sitze. Ja. Du hast echt mein Fender aus der Wartung. Natürlich spricht sich solch ein Ereignis, ein Stapellauf, schnell herum und die ersten Gäste stellen sich ein. Dem Peter können auch gleich die Festmacher auf die Pfosten aufgehängt werden. Den ganzen Nachmittag geht es mit den neuen Schiffchen raus aufs Wasser und wieder zurück. Mit Segeln und ohne, gerudert, alleine zu zweit, vorwärts, rückwärts und keiner wird dabei müde und alle strahlen vor lauter Freude. Nur beim Helmut, ich kenne ihn lange und kenne ihn gut, da ist ab und zu in seinem Blick, nicht immer, aber doch, da glaube ich, ist er mit seinen Gedanken bereits woanders. Na, wir werden es erleben. Dieses Märchen ist zu Ende. Und wenn unsere zwei Prinzen nicht gestorben sind, dann rudern und segeln sie noch heute.